Montag, der 21. März und Apple hat soeben seine Präsentation beendet und hat folgende Sachen vorgestellt. Apple hat ein neues Projekt für sich selber ins Leben gerufen. Das Projekt heißt Lean und darum geht es eigentlich um die Recycling von eigenen Produkten, im speziellen Fall vom iPhone. Das wird in alle Einzelteile zerlegt und man versucht die Rohstoffe wieder rauszufiltern, die Metalle etc., die entweder im Werkzeug oder wahrscheinlich in neuen Apple-Produkten einfach wieder mit einzupflegen, was ja auch sinnvoll ist, um die Umwelt zu schonen, weil wir eh schon genug Elektroschrott fabrizieren. Ja? Als zweiten Punkt hat Apple angesprochen, die Apple Watch. Diese gibt es jetzt 50 Euro billiger. Zudem, dass es auch noch neue Armbänder gab in neuen Farben und ein neues Metal-Armband in dunkelgrau. Ja. Anschließend wurde gesprochen über den Apple TV. Der Apple TV wird weiterhin neue Channels bekommen, mehrere Serien oder mehr neue Serien kommen hinzu, sowie Spiele und Apps oder Apps für Bildung sollen auch integriert werden. Ansonsten kommt ein neues TV-OS. Siri wird weiter erweitert. Ja. Das hört sich lustig an. Es kommen neue Sender hinzu, die gestreamt werden können. Apple selbst orientiert sich jetzt mehr am iOS-System und man kann jetzt Folder mit Passworten vergeben und diese auch selbst sortieren auf dem Homescreen. Anschließend wurde über das neue iPhone gesprochen und das, was schon lange spekuliert wurde, ist auch eingetreten. Es gibt ein neues iPhone und zwar ein kleineres 4-Zoll-Telefon, das heißt iPhone SE. Und es kommt in 4 Farben, in den Standard Silber, Schwarz, Gold und Rose Gold und hat den neuen A9 Chip, welches auch im S6 verbaut ist und im S6 Plus, also die aktuelle Technik, genauso wie die Kamera. SE hat eine bessere Akkulaufleistung, wurde gesagt, besser als das S5 und kostet 399 Euro für die 16 GB Variante und 499 Euro für die 64 GB Variante und ist ab dem 24. März wird der Verkauf gestartet und ab 31. März ist die Auslieferung. Das heißt, die ersten Personen werden wahrscheinlich am 31. März ihr neues iPhone in den Händen halten können. Dann ging es weiter um das iOS und das Betriebssystem des iPhones. Das iOS 9.3 kommt heute Abend, es ist bereits released. Ich habe es auf meinem iPhone bereits geupdatet. Das habe ich mir allerdings noch nicht angeschaut, was sich da genau geändert hat und was für Performance-Vor- oder Nachteile das hat auf dem iPhone 5S. Das Licht soll sich jetzt anpassen an die Tageszeit, Helligkeit, einen anderen Kontrastmodus bieten, um es einfach besser lesen zu können und praktisch die Person wieder auszuwecken. Ich habe dort mal so ein paar Beispiele gelesen, schaue ich mir aber später mal genauer an. Ansonsten können Notes jetzt mit Passworten versehen werden, damit nicht jeder mehr selber lesen oder dass nicht jeder lesen kann, was man dort geschrieben hat. Ansonsten gibt es ein Healthy Update, wo jetzt praktisch das Research Kit und das Care Kit hinzugefügt wurde, um dort weitere Informationen über den Körper zu erhalten oder Daten mit Ärzten auszutauschen und den Gesundheitszustand zu steigern oder einfach im Austausch mit dem Arzt zu bleiben. Die News, der Newsbereich wird erweitert und Apple CarPlay wird wohl von allen großen Herstellern unterstützt, vor allen Dingen der VAG-Konzern bei uns, Porsche, Audi, Volkswagen etc. Es wird weiter darauf gesetzt, auf das Education-Programm, also Bildung. iPads sollen in Klassen genutzt werden, da wurde wohl neue Software integriert und die wurde dafür extra angepasst. Und die Ausrichtung auf Bildung ist weiter stark im Fokus oder wurde weiter in den Fokus gelegt. Anschließend gab es ein neues iPad Pro. Und zwar nicht das iPad Pro mit dem 12 Zoll Display, sondern ein iPad Pro 9,7 Zoll. Es löst also das iPad Air ab, welches übrigens über 1 Million Apps im App Store hat. Ja, zur Verfügung steht. Das Display soll jetzt 40% weniger reflektieren als der Vorgänger, als das iPad Air 2. Soll 25% heller sein, mit ungefähr 500 Nits, sowie eine stärkere Sättigung haben für kontrastreichere Farben von 25%. Genauso erhält es dieses Night Shift, um die Farbtemperatur anzupassen, im Display nach der Tageszeit. Außerdem erhält es 4 Speaker, worüber eine bessere Audioqualität erfahren werden soll. Die Pro Performance wird also übernommen aus dem großen iPad. Es erhält den neuen A9X Chip. Die Kamera ragte jetzt aus dem iPad heraus, das habe ich hier gesehen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten gibt es die iPads jetzt in der Variante 32 GB für 599 Euro, 128 für 749 und 256 GB für 899 Euro. Okay, das waren an sich alle Informationen, die heute Abend rausgekommen sind. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video so gefallen hat, ja, und die Zusammenfassung. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Kommentare, was ich besser machen kann beim nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Vielleicht hole ich mir das neue iPhone 5 SE und kann euch berichten, wie es ist. Habt einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao.